ein paar Sachen. Das eine ist sprachlich. Ich bin nicht mehr so oft in Deutschland, weil das Thema sich ziemlich weit verbreitet. Übrigens, mein Name ist Mike Rother, University of Michigan, für das Video. Weil das Thema sich in der Welt ziemlich weit verbreitet, das heißt, ich darf nicht mehr so oft nach Deutschland kommen, muss in andere Länder gehen. Dadurch wird die Sprache ein bisschen holpriger. Also besonders in der vorderen Reihe, wenn Sie helfen können mit Begriffe und so, das wäre eigentlich ganz gut. Oder wenn ich ein bisschen stolpere, bin ich für Hilfe dankbar. Die Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, ich werde immer mehr imponiert von der Fähigkeit, die wir Menschen haben, die Herausforderungen oder die zu meistern, die vor uns stehen, oder die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Allerdings ist diese Fähigkeit, glaube ich, etwas latent. Sie kommt nicht automatisch ins Spiel, ich glaube, insbesondere bei Erwachsenen. Ja, bei Kindern, wenn wir Kinder sind, haben wir noch die Neigung, es ist uns eigentlich wurscht, wenn wir Fehler machen und wir experimentieren relativ natürlich. Wenn wir erwachsen sind, ist das eigentlich nicht mehr so. Die Fähigkeiten, die wir haben, sind wirklich beachtlich, aber man muss sich etwas anders führen, etwas anders managen. Das ist eigentlich auch das Thema today. Das Konzept einer lernenden Organisation oder die Systemtheorie gibt es schon länger. Das Tolle ist, ich glaube, Sie merken es auch an Herrn Aulinger, das Tolle ist, wir haben mittlerweile jetzt eine Methode bzw. eine Routine, die man üben kann, um Konzepte wie lernende Organisation oder Systemtheorie mehr ins Leben zu rufen. Ich glaube, diese Konzepte sind lange da gewesen, aber ich glaube mehr als Konzept. Dazu möchte ich auch gleich sagen, wenn wir über lernende Organisation oder sowas sprechen, ich meine das aber im Sinne von, welche Ziele wollen wir erreichen? Das ist nicht lernende Organisation der lernenden Organisations halber, sondern welche Ziele möchten wir eigentlich erreichen? Wir können diese Fähigkeiten nutzen. Als wir die Forschung bei Toyota gemacht haben, schon länger her jetzt, am Ende der Forschung habe ich ein Buch gefunden in Powell's Bookshop in Portland, Oregon, und da ging es um Kata. Ich hatte noch nie Kata gehört. Das Wort war mir neu. Herr Richter und ich waren in der Zeit, haben sehr viel gemeinsam gemacht, und die beschrieben das Wort Kata in dem Buch als eine Routine, die man übt, damit es zur Gewohnheit wird. Kommt ein bisschen aus dem Kampfsport scheinbar. Macht hier jemand Kampfsport? Also ich habe es nicht gemacht. Ja, Carsten. Daraufhin, also die Forschung war fast fertig, gingen wir zu Toyota zurück und haben gesagt, hör mal, was wir bei Ihnen sehen, sind diese Muster, die Sie immer wieder üben, die Sie immer wieder coachen. Das hat verschiedene Formen, aber hinter diesen verschiedenen Formen, ob es jetzt ein A3 oder ein Quality Circle oder Problem Solving, egal, dahinter steckt in etwa das gleiche Muster. Und dann sagten wir, das scheint für uns so eine Art Kata zu sein, beziehungsweise eine Routine, die Sie üben und coachen, damit es zur Gewohnheit wird, damit es unsere Denk- und Handlungsweise beeinflusst. Daraufhin sagte der Toyota Executive, ja, im Grunde genommen, all das, was wir hier machen, sind Kata. Ja. Natürlich hätte uns das 6 Jahre Forschung gespart, wenn er uns das am Anfang gesagt hätte, aber naja. Das heißt, wir haben jetzt Übungsroutinen, die wir verwenden können, um diese erstaunliche Fähigkeit ins Laufen zu bringen und zu nutzen, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und deswegen sind wir so excited about dieses Thema. Und wie der Gerd schon sagte, es verbreitet sich ziemlich schnell im Moment. Ich glaube, Gerd und ich möchten ein bisschen einen Rahmen für den Tag setzen. Ich mache das hier so ein bisschen mehr die Denkweise, die dahinter steckt. Und Gerd, ich glaube, du bist der dritte Referent, ja? Gerd möchte dann ein bisschen mehr über das Vorgehen sprechen und so. Und dann die Fragen kommen dann in den Fragezeiten. Ist das richtig? Okay, gut. Und ich habe mehr als 20 Minuten. Das war mir eigentlich eine Überraschung. Ich hätte auch versuchen können, mich in 20 Minuten zu halten. Richter lacht schon. Ist nicht möglich. Also, und die Folien sind auf Englisch. Das heißt, ich muss jetzt auch noch im Kopf übersetzen. Deswegen bitte ich um Ihre Hilfe vielleicht. Aber Creating Improvement Culture. Creating Improvement Culture with the Improvement Kata. Ja, das Bild ist nett, das passt auch irgendwie zur Einleitung heute Morgen, dass wir alle gemeinsam, aber das ist nicht so happy-happy, es ist wirklich zielorientiertes Arbeiten.
worauf ich heute oder wir heute fokussieren möchten, die sichtbare Praktiken in der Lean-Welt. Bernd Mittelhuber und ich sprechen die Tage darüber. Wir merken immer wieder, wie wichtig diese Lean-Praktiken sind und welche Rolle die spielen. Also das, was wir heute machen, ist nicht die Lean-Praktiken zur Seite schieben und sagen, nee, das war falsch, sondern heute möchte ich über diesen weniger sichtbaren Kontext, den wir bei Toyota jetzt doch gefunden haben, innerhalb dessen diese Lean-Solutions, diese Lean-Praktiken arbeiten. Das heißt, was nicht so sichtbar ist bei Toyota, ist diese systematische wissenschaftliche Routine, um herausfordernde Ziele zu erreichen und das immer wieder und das durch das ganze Unternehmen durch. Und der zweite Punkt, Manager, eigentlich mittlere Manager, als die Lehrer, als die Coaches dafür, und zwar im täglichen Handeln. Ja. Also diese zwei Punkte hatten wir auf Anhieb nicht gesehen bei Toyota. Das möchten wir jetzt noch dazu bringen, ohne dass wir die Lean-Praktiken und so weiter irgendwie zur Seite schieben. Und ich möchte sagen, dass diese systematische wissenschaftliche Routine des Denken und Handelns eigentlich ein Thema ist, womit sich mittlere Manager in Unternehmen, wir möchten vorschlagen, es ist ein Thema, womit sich mittlere Manager in Organisationen vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen könnten und vielleicht sogar sollten. So, aber als erstes möchte ich hiermit beginnen, das ist eine bekannte Illusion. Wer kennt diese Illusion? Okay, ja, es sind nicht alle, ist aber ziemlich bekannt. Kann einer, der es kennt, für den Raum erklären, damit alle wissen, worum es hier geht? Einfach mal ganz kurz erklären, was geht hier vor? Kann einer das bitte machen? Damit die Hand nicht gehoben haben, auch wissen, worum es hier geht. Irgendjemand, der die Hand gehoben hat. Okay, also die Striche sind gleich lang und es ist bekannt, diese Illusion, aber die Darstellung, so sieht es aus, als ob der rechte Strich länger ist. Okay, ja, stimmen Sie überein, die Leute, die Hand gehoben haben? Ja, okay. Der rechte Strich ist länger. Ich habe ihn länger gemacht. Könnten Sie mal kurz nachprüfen? Müsste so ein Viertelzentimeter, bisschen etwas länger sein, wird gerade geprüft. Ja, ein bisschen länger, okay. Wir reisen gemeinsam, manchmal ist er vorne und stellt die Frage, manchmal sitze ich da. Und also diesmal war er dran, die Antwort zu geben. Vielen Dank. Ja. Bitte? Immer wieder gerne. was ich hiermit sagen will, ist, dass der Effekt ist, wenn wir glauben zu wissen, wenn wir glauben Gewissheit zu haben, hören wir auf zu experimentieren. Wenn wir glauben zu wissen, schauen wir nicht mehr nach links oder nach rechts und sagen, was könnten wir noch dazu lernen, sondern wir gehen einfach weiter mit nach vorne in unser Gedanken der Gewissheit und da fangen die Probleme an. Ja, so wie hier, das ist bekannt, man schaut sich das an, man sagt, ja, ich kenne das, aber in der Tat, in diesem Fall ist der rechte Strich eigentlich länger. Ja. Und das hier ist eine andere bekannte Illusion, ja, das Sichtbare im Lean. Hier sind Bücher über Kanban oder Pull-Systeme. Ja? Wir wissen, wie ein Kanban-System funktioniert. Das ist auch sehr wichtig. Ich habe mich lange mit diesem Gedanken, wie sagt man, getrostet. Ja, ich weiß, wie ein Kanban-System funktioniert. Wir wissen, wie man es aufbaut und wie die Funktion ist. Aber das weniger Sichtbare in Lean ist, wir wissen nicht, wie Ihr Kanban-System zum Laufen kommt. Und das wird ganz anders sein, als wie Ihr Kanban-System zum Laufen gebracht werden kann. Und die Hindernisse, die Sie erleben werden, wenn Sie versuchen, ein Kanban- oder Pull-System einzuführen, werden ganz anders sein, als die hier. Ja? Und wenn wir glauben, wir wissen, wie Kanban funktioniert, und wir brauchen es eigentlich nur umzusetzen, da sind wir eigentlich schon auf dem falschen Weg, à la Toyota. Toyota hat irgendwie die Fähigkeit zu sagen, ja, so funktioniert ein Kanban-System, aber es ist jedes Mal eigentlich eine Lernaufgabe, eine iterative Aufgabe, wo wir durcharbeiten müssen und auf dem Weg lernen und justieren müssen. Die Frage halt, welche Haltung, welche von diesen beiden lehrt gerade die Lean-Community? Oder was heißt gerade? In den letzten 15 Jahren, was haben wir gelehrt? Ja, so funktioniert Kanban, es wird umgesetzt.
Welche Haltung lehren wir dadurch in der Lean-Welt? Ja, wenn wir sagen, so funktioniert Kanban, Sie müssen es einfach umsetzen, dann machen wir eine Haltung der Sicherheit und das Experimentieren fällt eigentlich weg. Wir wollen gerne Gewissheit haben. Wir mögen das, nicht weil wir schlecht sind, ja, sondern weil unser Gehirn so funktioniert. Ja. Es ist nicht schwierig, im Internet Bilder zu finden, wo wir etwas mit Gewissheit dachten, aber dann es doch anders kommt. Ja. Also das Bild fiel mir dann auf Anhieb ein, aber Sie können suchen. Da gibt es viele, viele Fotos von Autos, die unter Wasser stehen zum Beispiel. Vielleicht können wir das hier mal übersetzen. Das ist von Daniel Kahneman, von seinem Buch. Ich habe gesehen im Buchladen, das gibt es auch auf Deutsch. Declarations of high confidence mainly tell you that an individual has constructed a coherent story in his mind, not necessarily that the story is true. Das heißt, wenn ich eine Gewissheit ausstrahle, ja, sagt dieser Hirnforscher, ja, das zeigt uns mehr, dass er, der Mike, eine Story im Kopf hat, von der er überzeugt ist, nicht, dass es unbedingt wahr ist. Ja. Also es ist eine Funktion des Gehirns. Hier, Sicherheit, ich versuche mal zu übersetzen, Sicherheit ist eine Sensation, ein Gefühl im Kopf, das kommt, entsteht aus automatischen Gehirnmechanismen, nicht unbedingt aus Daten und Fakten. Ja. Und wir werden später nochmal kurz gucken, warum wir diese Neigung zur Gewissheit haben. Ja. Also nicht, weil wir schlecht sind, sondern das Gehirn bevorzieht diese Gewissheit und sucht sie immer, auch wenn sie nicht da ist. Das Problem ist halt, sobald wir denken, wir wissen, wie es geht oder wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen, wir machen einen Plan, wir planen den Weg, wir gehen, anstatt unsere Ideen einem Test zu unterliegen. Kann man das sagen? Zu unterlegen? Kann man das sagen? Zu unterziehen, Dankeschön. Es funktioniert. Und da fängt das Problem an. Lass uns mal hier reingehen, Metacognition, ich glaube auf Deutsch Metacognition. Was ist das? Was bedeutet das? Was heißt das? Ja, genau, über das Denken nachzudenken. Das ist ein großes Wort für ein relativ einfaches Konzept. It's a big word for thinking about how you think, also über das Denken nachdenken. Ich hatte mir noch mal was hier notiert auf Deutsch. Eine Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen. Das ist jetzt wieder komplizierter. Übers Denken, Nachdenken finde ich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kuh das kann. Ja, die Kühe stehen da draußen und überlegen, ja, ich bin da ein bisschen blöd vorgegangen, vielleicht kann ich das nächstes Mal besser machen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Kühe das machen. Das heißt, angeblich haben wir Menschen mehr als andere, ja genau, wir wissen es nicht, mehr als die anderen Tiere auf der Erde, haben wir die Fähigkeit, uns selbst zu betrachten, beziehungsweise unser Denken, unsere kognitive Prozesse zu betrachten und zu beeinflussen. Es ist interessant, wie Sie das bei den Tieren proben, wenn Sie eine Katze einen Spiegel, Sie geben einen Spiegel, so einen Handspiegel, wenn Sie eine Katze einen Handspiegel zeigen, tastet die Katze auf den Spiegel oder ignoriert es insgesamt. Aber es gibt schon manche Primaten, wenn Sie einen Handspiegel nehmen, zuerst macht the ape, ja, so, und dann fängt es an, so zu machen. Ja. Und die Forscher ziehen den Schluss daraus, aha, es gibt ein Selbstbewusstsein. Ja. Ich bin, dass ich eine Person oder dass ich hier bin, ist bekannt. Aber angeblich haben wir Menschen die höchste Fähigkeit auf Erden, über unser eigenes Denken nachzudenken. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unsere Neigung zur Gewissheit zu verstehen, zu sehen und es zu beeinflussen. Und darum geht es im Grunde genommen heute. Darum geht es im Grunde genommen mit der Kata. Unsere Neigung zur Gewissheit, die automatisch läuft, ein bisschen zu beeinflussen, indem wir eine andere Routine üben. Und wir üben es bis zum Punkt, dass es zu einer Gewohnheit wird. Das halt die Kata. Lass uns ein kurzes Experiment machen. Es ist nichts Riesiges, Sie kennen es bestimmt. Falten Sie einfach mal die Arme. Ja. Cross your arms, danke. So, und jetzt natürlich in die andere Richtung. So langsam wird es bei mir besser. Okay. Und, ja genau. Und jetzt, wie heißt das? Clasp your hands. Hände falten, okay. Und dann natürlich in der zweiten Instanz andersrum. Okay, danke.
In beiden Fällen, wie hat sich das zweite Mal gegenüber dem ersten Mal angefühlt? Wie fühlt man sich? Das sind so Wörter, die das beschreiben. Ungewohnt, gut. Ich kenne nur die englischen Worte. Awkward. Unangenehm, unangenehm. Wow. Man muss sich bemühen. Ja? Man muss bewusst nachdenken, wie mache ich das? Okay. Für die meisten von uns ist das so. Ja? Und was hier vorgeht, ist, dass die unbewusste Gewohnheiten sind sehr schnell und sie sind sehr kräftig, powerful. Ja? Das heißt, unser Gehirn, übrigens, jetzt spricht ein Ingenieur über Gehirn, Sie müssen sehr vorsichtig sein. Ja? Das Gehirn kreiert diese Gewohnheiten der Effizienz halber. Scheinbar wiegt unser Gehirn, das ist so ein Meatloaf, 3 Pfund. Ja? Nimmt aber um die 20% der Energie des Körpers auf. Ja? Das ist ein enormer Energiebedarf und das Gehirn versucht ständig zu sparen. Ja? Und so macht das Gehirn Gewohnheiten der Effizienz halber, damit Kapazität frei bleibt, für wenn Sie bewusst irgendwas betrachten bzw. bearbeiten müssen. Beim Autofahren, wenn Sie das erste Mal Auto gefahren sind, ja? Die Bremse, die Kupplung, also 3 Pedale, ja? Oh, ich muss bremsen. 1, 2, 3, Mitte. Ja, da ist es. Ne? Also es ist ein bisschen langsam, bewusst, ungewohnt. Ja? Wo haben Sie am Anfang geübt mit dem Wagen? So das erste Mal. Auf dem Parkplatz. Ne? Heute, also aber heute lenken, Blinker, Bremse, Gang einlegen und sowas, da denkt man ja kaum noch nach. Worauf konzentrieren Sie sich stattdessen heute? Telefonieren. Es passt. Ja, hoffentlich teilweise zumindest aus dem, was aus der Frontscheibe geschieht, ja, also was auf der Straße geschieht. Ja. Das heißt, Ihr Gehirn hat einiges Gewohnheit gemacht, damit Sie wieder Kapazität frei haben, damit Sie sich auf diese situationsbedingte Sachen konzentrieren können. Wir können jetzt schon sagen, in diesem Moment, das ist genau, was Toyota macht. Sie versuchen, ihre, eigentlich die gesamte Mannschaft, alle Mitarbeiter von Toyota, diese eine bestimmte Denk- und Handlungsweise durch Üben beizubringen, damit die Leute sich dann auf das Problem oder auf das Ziel konzentrieren können und wissenschaftlich und systematisch handeln. Ja, dass dieser Teil automatisch wird. Diese unbewusste Gewohnheiten, dadurch kommen wir ziemlich gut durch den Tag. Ja, es wäre wirklich blöd, wenn wir bewusst atmen müssten. Ja. Ach, Ralf hat schon wieder vergessen zu atmen. Kann jemand ihn wecken? Ja? Glas Wasser oder sowas. Ne? Also es ist absolut gut, dass wir diese Gewohnheiten haben. Und diese unbewusste Gewohnheiten sind sehr schnell und instinktiv. Das haben Sie dann gemerkt beim Falten der Arme. Oder wenn Sie versuchen, mit der Zahnbürste, mit der nicht dominanten Hand die Zähne zu putzen. Ja? Übrigens, da sind Sie auf sich selbst angewiesen. Bei mir hat es blutige Gaumen, kann man das sagen, gegeben. Ja. Und dieses bewusste Denken ist sehr langsam, intentional. Carsten. Absichtlich, ja. Also sehr langsam, sehr absichtlich. Dieses Unbewusste ist sehr stark. Es kann billions of bits of information pro Sekunde behandeln, aber das Bewusste kann wirklich nur ein paar tausend pro Sekunde behandeln. Frag mich nicht, wie Sie das zählen. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Aber das merken Sie, wie Sie dann, wenn Sie die Arme in die andere Richtung falten, wie Sie dann bewusst und langsamer handeln. So, vieles, was wir machen, ist Gewohnheit, wie die Arme zu kreuzen. Ja. Wir machen es fast ohne zu denken. Wir haben diese Behaviors, diese Verhalten immer wieder wiederholt und dann werden sie selbstbewusst, unterbewusst. Also neurologische Bahnen im Gehirn. Vieles, was in Ihrer Organisation passiert, ist eine Konsequenz von den Gewohnheiten, die die Leute in der Organisation sich angeeignet haben. Und interessanterweise, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Jeden Tag üben wir. Jedes Mal, wenn Sie irgendwas tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es nochmal tun. Unser Gehirn ist eine ewige Baustelle. Das kenne ich aus Köln, wo wir eine Wohnung haben. Das Gehirn wird ständig neu geschrieben. Ja? Sie können nicht lernen. Ja?
Übrigens, das ist ein bisschen ernüchternd, wenn Sie im Auto sind. Ich habe das nämlich auch gemacht. Wenn Sie im Auto sind und Sie schimpfen wegen den anderen Fahrer, Sie entwickeln dadurch, also den anderen Fahrer beeinflussen Sie null, Sie entwickeln aber dadurch Ihre eigene Persönlichkeit. Ja? Also Sie schreiben in dem Moment Ihre Persönlichkeit, Sie kreieren sich selbst. Überlegen Sie mal nächstes Mal, wenn Sie im Wagen sind und anfangen, den anderen Fahrer anzufauchen, Sie kreieren nur sich selbst. Sie legen neurologische Bahnen runter. Sie machen eine Bahn im Gehirn. Es ist ernüchternd. Bald sagt man gar nichts mehr. Außer Bier, bitte. Ein Bier. Also das heißt, in der Organisation wird täglich geübt. Ob Sie es wollen oder nicht, es wird geübt. Ja? Und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, diese Gewohnheiten helfen uns, durch den Tag zu kommen. Ja? Ich atme gerade, merke es gar nicht. Aber es gibt ein Problem mit den Gewohnheiten und das habe ich hier geschildert. Das Problem ist, mit vielen Gewohnheiten ist, dass die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die zu diesen Gewohnheiten geführt haben, nicht mehr für die Zukunft passen. Ja? Also ich nehme an, Atmen wird auch nächstes Jahr noch voll in sein. Ja? Aber Vorgehensweisen, die wir in unser Unternehmen haben, ja, wie wir vorgehen, die wir uns diese Arten und Weisen, die wir uns angeeignet haben, die sind nicht unbedingt für die Zukunft die passende Vorgehensweisen. Und da kommt das Problem. Wenn wir sagen, der Strich ist gleich, beide Striche sind gleich, nochmal vielen Dank für Ihre Hilfe da, beide Striche sind gleich, ja, aber es stimmt nicht. Da fangen die Probleme an. Also da, aber wir können handeln. So, wir haben ein Dilemma, ja, ist ziemlich schlimm. Übrigens, das Dilemma ist, dass unser Gehirn die existierende neurologische Bahn immer bevorzieht. Wir nutzen weniger Energie, wir haben sogar eine Angstreaktion, wenn es Ungewissheit gibt. Also die Neigung oder der Hang zur Gewissheit, der ist sehr verständlich und erklärbar. Unser Gehirn bevorzieht familiäre Muster, ja, bekannte Muster, und dadurch suchen wir natürlich und automatisch Routine, bekannte Aktivitäten in der Zone der Gewissheit. Aber, Punkt B, das Dilemma, wenn wir Herausforderungen meistern wollen, ja, wenn wir verbessern, adaptieren und Change uns verändern wollen, dadurch kommen Angstreaktionen hoch und wir fangen an, neurologische Bahnen zu benutzen, die wir eigentlich wenig benutzt haben. Das ist wieder die Bremse neu. Warte mal, wo war das? In der Mitte, ja, jetzt habe ich es. Ja. Oder das ist die Arme auf der anderen Seite zu fallen. Das heißt, wir bevorziehen die Gewohnheiten, die Muster, die wir schon kennen, aber das Verbessern und das sich Verändern und das in das 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein, verlangt, dass wir Neues machen. Das heißt, wir sind verloren. Ja, und damit wollten wir eigentlich den Praktikertag beenden. Versuchen Sie noch, den Rest Ihres Lebens zu genießen. Erzählt. Achso, Sie wollten mehr, okay. Ja, die Frage ist, hier ist eine Grauzone. Wir sind hier, wir wollen als nächstes hier sein, sagen wir mal einen Zielzustand oder eine Herausforderung. Und zwischen hier und dort ist in der Tat eine Grauzone. Merkwürdigerweise haben wir Menschen noch nicht die Fähigkeit entwickelt, überhaupt eine Minute in die Zukunft zu sehen. Ja? Wir können prognostizieren, wir können Probabilities machen, aber zu sehen in die Zukunft können wir noch nicht. Wie können wir mit dieser Grauzone wie können wir uns hier verhalten, damit wir dass wir besser mit dieser Grauzone umgehen, als zu sagen, wie der Autofahrer im Bild, hey, 10 cm tief, Vollgas. Beide Striche sind gleich. Ich weiß, wie ein Kanban-System funktioniert. Ja? In allen drei Fällen haben wir den Weg schon prognostiziert, als ob das der Weg ist. Da ist die Gefahr. Ja, was würde passieren, wenn Sie, sagen wir mal, 3 Wochen Ihre Arme anders falten? Also die zweite Variante. Oder die Hände falten in der zweiten Variante. Wenn Sie das 3 Wochen lang machen, was würde passieren? Oder 3 Wochen lang die Zähne mit der Zahnbürste in der anderen Hand putzen. Was würde passieren? Das ist Blut. Du würdest deine Zähne verlieren.
Also Carsten und ich hätten unsere Schwierigkeiten damit, aber Sie haben noch eine Chance. Was würde passieren? Es wird Gewohnheit, ja? Es wird das neue Normale. Ja? Und darin, glauben wir, liegt die Chance. Wir können als Menschen unseren Autopilot, unsere automatische Handlungsweise, die können wir ändern. Das ist eine Fähigkeit, die wir haben. Das hängt mit dieser Metacognition zusammen. Ja? Gut, wenn Sie jetzt Delfin sind und Sie sind... Sie müssen an der Oberfläche atmen. Ja. Sie haben nicht viel Zeit. Ja. Wenn Sie geboren sind unter Wasser, es wäre richtig doof, wenn die Mama sagt, und nächste Woche machen wir Schwimmen. Ja. Ich möchte eigentlich atmen da oben. Oder das Beispiel mit den Eichhörnchen, das ich oft benutze. Also das Eichhörnchen, jedes Jahr Nüsse sammeln, genau gleich. Irgendwie blöd. Ja. Und wenn Bernd und ich Nüsse sammeln würden, dann würden wir im ersten Jahr sagen, es ist ja richtig doof. Und im nächsten Jahr würden wir eine Plane holen und unter den Baum hinlegen. Ja? Und dann würden wir den Baum schütteln. Ja? Und so im dritten Jahr in etwa würden Bernd und ich sagen, hey, wir könnten doch alle Nussbäume in einer Stelle pflanzen. Das wäre doch eine gute Idee. Das sind die Fähigkeiten, die wir als Menschen haben. Dazu eine Frage. Wann sind wir, hat jemand Kinder? Also dringende Frage, wann sind Sie erwachsen? Ab welchem Alter kann irgendwann da Klarheit geben? Ja. Meine sind 22 und 23. Ja. Also es ist bestimmt noch nicht passiert bei mir. Also die Forschung sagt so, um die 28 sind wir gebacken und ab dann geht es sofort. You know. 28, also wir Menschen haben diese tolle Fähigkeit, wir können unsere Denk- und Handlungsweisen ändern. Der Preis dafür ist natürlich, dass es 28 Jahre braucht, bis wir gebacken sind. Die Eichhörnchen sind im Nu gebacken. Ja? Und, aber wir haben diese tolle Fähigkeit. Und das ist wirklich irgendwie befreiend, denn als ich in der Schule war und aufgewachsen war, dachte ich, dass Fähigkeiten und Talent und so weiter, dass es eingeboren ist. Natürlich ist es teilweise eingeboren und ich werde nie ein Basketballstar sein, weil ich nicht groß genug bin. Es gibt genetische Vorprogrammierungen. Aber was wir heutzutage wissen ist, dass viele von diesen Talente und Fähigkeiten nicht hundertprozentig eingeboren sind. Man kann sich wirklich ändern. Und plötzlich ist die Tür auf. Ich glaube, das ist so ein Thema des frühen 21. Jahrhunderts, wie offen die Tür doch steht für uns alle Menschen, was wir erreichen können. Und was wir merken, in den Werken, wenn wir mit der Kata arbeiten, ist, wie das eigentlich bei allen zutrifft. Also mir ist es jetzt schon mehrere Male passiert, wo wir, man fängt mit einer Gruppe an. Ja? Man fängt mit einer Gruppe an zu arbeiten und wir machen das als Experiment. Ralf, du kennst das. Es ist immer irgendeine Person in der Gruppe, die sitzt da ein bisschen so murmelig, kann man sagen, oder? Ja, so. Mein Chef sagt, ich soll hier mitmachen, ich will hier nicht mitmachen. Werde im nächsten Jahr pensioniert. Und man denkt ziemlich schnell, obwohl man das vielleicht nicht denken möchte, von dieser Person wird es nicht viel geben, ja, in diesem Team. So, dann macht man sich irgendwann auf den Weg zu einem, auf dem Weg von einem Ist-Zustand zu einem Zielzustand hin, iterativ arbeiten, eben mit diesem Team. Ja. Und hier sind die Hindernisse, manchmal ganz knackige Hindernisse, wo man durch muss, ja, Richtung Zielzustand. Und wir arbeiten mehrere Tage an einem Hindernis, das ist ein richtig tough Hindernis. Ja. Man arbeitet daran und, man kommt morgens rein und diese Person, ich will eigentlich nicht in diesem Team mit dabei sein, sagt, hey, ich war in der Dusche heute Morgen und hab mir unser Hindernis nochmal überlegt. Ja? Sie, wirklich. Und dann kommt's, dann hat diese Person eine Idee, wie wir durch dieses Hindernis brechen, ja, das doppelt so gut ist, wie die Idee, die man selber in das Team werfen wollte. Ja? Und wenn das 3, 4, 5 Mal passiert, dann merken sie, wow, also das Equipment ist hier, es ist an Bord. Ja? Aber man muss es nur richtig... Zum Beispiel, nur erst als Nebenthema, ich will nicht zu nah an den Lautsprecher gehen. Wir haben in der Vergangenheit immer Mitarbeiter gefragt, was sollen wir hier verbessern? Und dann gibt es, wenn Sie 5 Mitarbeiter fragen, kriegen Sie 6 Antworten. Ja? Und es ist unmöglich, dass manche stehen sogar in Konflikt miteinander, diese Ideen. Ja? Also es ist eine schlechte Art und Weise, zu versuchen, das Gehirn von allen Beteiligten irgendwie auf die Spur zu bringen oder gemeinsam zu arbeiten. Was wir heute machen ist, erst
erstellen wir im Konsens den Zielzustand. Wo wollen wir hin als Team? Ja? Und bei den Hindernissen, das ist, wo wir die Mitarbeiter fragen. Und das funktioniert so gut. Ja, wenn wir sagen, hey, Holger, wir haben hier ein Problem, das hat auch mit deinen Arbeitsplätzen ein bisschen zu tun, wir kriegen diese 3 Sekunden nicht raus oder wir kriegen das nicht fertig. Da kommen die tollsten Ideen. Das heißt, für uns, man muss die Sache ein bisschen besser führen. Einfach sagen, was sollten wir hier verbessern, das ist nicht sehr starke oder gute Führung. Das macht Toyota nicht. So, wir können unser Denken und Handeln ändern, indem wir bewusst ein anderes Muster üben. Und dadurch wird dieses andere Muster, im Laufe der Zeit geht es in unserem Unterbewusstsein rein und das wird dann die neue Art und Weise, wie man handelt. Das ist im Grunde genommen, wie Toyota funktioniert. In den USA, ich glaube in Deutschland ist es vielleicht ähnlich, wenn wir Manager anheuern, ja, schaut man sich sehr sorgfältig den Lebenslauf an und man sucht bestimmte Fähigkeiten. Wir haben gemerkt, weil Toyota hat mehrere Werke in den USA und die haben natürlich sehr viel Zulauf gehabt und die haben dann Interviewprozesse gemacht und die haben weniger darauf geachtet, welche Fähigkeiten sie haben als jetzt Ingenieur oder ist natürlich wichtig, aber oder Autobauen war unwichtig. Was sie vor allem wollten, ist, dass sie offen sind zu lernen und dass sie mit anderen Leuten gut zusammenarbeiten können. Und da hatten sie uns gesagt, nee, für uns ist wichtig, dass die Leute lernen können, wie sie denken und handeln sollen, das bringen wir sie bei, durch unser Coaching. Ja? Also es ist ein bisschen ein Unterschied. Wir versuchen, die Leute frisch, also fertig gebacken aus dem Markt zu holen. Toyota sagt, nein, wir werden sie zeigen und durch Üben unsere Kultur, im Grunde genommen, geben. Und das erklärt auch eigentlich die erstaunliche Konsistenz, die Toyota über die 50 Jahre zeigt. Also die Autos sind anders, aber die Denk- und Handlungsweise ist in etwa gleich geblieben, weil sie eigentlich in der Firma selbst entwickelt wird, nicht zugekauft wird. So, also die Lösung zu diesem Dilemma, es ist vielleicht noch nicht ganz verloren, Sie können gerne bleiben, also ja, wenn Sie gehen wollen und Selbstmord machen wollen, weil wir am Ende sind, weil wir dieses Dilemma haben, okay, aber wenn Sie bleiben wollen, wir haben noch was, dieses Dilemma, dass wir eigentlich das Gewohnte bevorziehen, aber sich zu ändern und Verbesserung und Change, neue neurologische Bahnen ins Spiel setzt, wie können wir das Dilemma meistern? Der Trick ist, Gewohnheiten zu entwickeln, nicht für Lösungen, sondern für eine Art und Weise, wie man Lösungen auf unbekannten Wegen in Grauzonen entwickelt. Wie soll ich wissen, welche Lösungen im nächsten Jahrzehnt wichtig sind? Wenn ich Ihnen Lösungen beigebe und nichts anderes, ist es ziemlich gefährlich. Also der Trick ist zu sagen, ich bringe Ihnen eine Art und Weise bei, wie Sie Ziele erreichen können, Lösungen entwickeln können, Herausforderungen meistern können. Interessanterweise, das ist nichts anderes, wie was im Sport gemacht wird. Hier ist eine Baseballmannschaft, das ist Detroit Tigers, wo ich wohne. Und das Spiel, ein Baseballspiel, ist 3 Stunden lang. Und keiner weiß, wie das Spiel ablaufen wird im Voraus. Ja? Aber sie haben einen Coach. Das Team hat einen Coach. Ja? Es wäre blöd, wenn der Coach sagt, okay, jetzt in the second inning, das sagt Ihnen jetzt nichts, Baseball ist hier nicht so bekannt, ne? Also second inning, das ist ein gewisser Punkt im Spiel, der erste Wurf, die ganze Mannschaft soll sich hier hinbringen und bereit sein, den Ball zu fangen. Ja? Das wird nicht funktionieren, das kann ja keiner wissen. Aber Sie haben einen Manager. Was bringt der Manager diesem Team bei? Wie man spielt. Mehr kann der Manager auch nicht machen. Das gleicht sehr wohl, was wir bei Toyota gesehen haben. Der Manager bringt der Mannschaft bei, wie man spielt, durch dieses Üben. Und wir finden es ein bisschen kurios, dass in Musik und Sport dieses bewusste Üben gang und gäbe ist, aber in der Businesswelt nicht so. Das finden wir ein bisschen merkwürdig. So. Wir glauben, die Menschen können mit Ungewissheit klarkommen, sie können wissenschaftlich iterativ arbeiten, sie können adaptieren, wenn sie eine Art und Weise, das zu tun, geübt haben. Und schon kommen wir so auf die Aufgabe des Managers. Was ist eine Kata? Eine Kata ist eine Routine, wie gesagt, die man bewusst übt, damit das Muster dann eine Gewohnheit wird. Ich glaube, die Tanzschritte zeigen es ganz gut. Sie wissen, wenn Sie am Anfang tanzen, ja, neue Schritte, es ist wirklich steif.
Genauso ist es mit der Kata. Am Anfang direkt nur ganz steif üben, später können Sie dann Ihre eigene Art und Weise entwickeln. Wir haben in der Tat Probleme. Wir haben mehrere kleine Kata oder Übungsroutinen, um diese Denk- und Handlungsweise in einem Unternehmen reinzubringen. Desto höher der Manager, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er die Kata nicht richtig ausübt. Wir sagen dann manchmal, lesen Sie einfach die Fragen auf der Karte, genau wie sie auf der Karte stehen. Mittlerer Manager, klar, kann ich machen, no problem. Senior Manager will immer Jazz spielen. Ja, das ist interessant. Es ist Mode zu sagen, Manager sollen Lehrer werden. Mittlerweile ist uns klar geworden, Manager sind Lehrer. Das ist, was ich vorhin kurz erwähnte. Ein Manager ist automatisch ein Lehrer, ob er oder sie es will oder nicht. Dadurch, dass der Manager irgendwas sagt, dadurch, dass der Manager sich mit den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen austauscht, lehrt er. Es werden neurologische Bahnen gelegt. Wenn das wahr ist, ein Manager ist ein Lehrer, egal was, jeden Tag, dann ist es eigentlich sinnvoll zu fragen, welche Muster von Denken und Handeln möchten wir in unsere Organisation beibringen. Also nochmal, Ihre Manager bringen Ihre Mitarbeiter eine Denk- und Handlungsweise bei. Geht nicht anders. Jeden Tag, jede Stunde. Ist nicht die Frage interessant, welche Denk- und Handlungsweise möchten wir beibringen? Insbesondere, wenn wir wissen, dass wir als Menschen nicht unbedingt wissenschaftlich und systematisch handeln. Ja, automatisch neigen wir dazu zu sagen, ich weiß, wie Kanban geht, die zwei Linien sind gleicher Länge und diese Pfütze ist nur 10 cm tief. Ja. Das ist die Neigung, die wir haben. Das heißt, es gibt zwei Arten von Lehren in der Organisation. Hier ist dieses automatische Lernen. Hier ist der Manager ein ganz automatischer Lehrer. Das heißt, Sie haben eine Organisationskultur, da gibt es Routinen, Gewohnheiten, Ritualen, Normen etc. Ja. Und diese Routinen und Gewohnheiten, die Sie, diese Kultur Ihrer Organisation, ist jeden Tag dabei, die Denk- und Handlungsweise der Person in der Organisation zu belehren. Ja? Sie merken ja, die neue Person kommt rein und innerhalb irgendeinem Zeitraum eignet man sich die Denk- und Handlungsweise dieser Organisation an. Oder man geht, einer von den beiden. Also das ist ganz automatisch, das ist sogar unbewusst. Das war das Problem bei der Forschung. Wir fingen mit der Toyota-Forschung an. Wir wollten über Toyotas Management-System forschen, haben Toyota besucht, Senior Manager, haben gefragt, wie managen Sie? Wie lernen Sie, wie man so managt? Wie bringen Sie andere Menschen das bei? Und die Antworten, die wir bekommen haben, waren so zuckende Schultern. Das war eigentlich überraschend. Wir dachten, irgendwo war so ein Memorandum, da hieß es, wenn Sie den University of Michigan-Forschern die Antwort geben, müssen Sie Selbstmord machen. Und dann fiel uns ein, diese Art von Handeln ist im Unterbewusstsein. Auch Sie in Ihrer Organisation haben viele Routinen und Denk- und Handlungsmerkmale, die Sie gar nicht kennen. Ja, die können Sie gar nicht artikulieren. Das ist wie Atmen. Das hat die Forschung um einiges erschwert. Hier ist eine andere Art von Lehren in der Organisation. Und zwar hier ist der Manager, hat jetzt einen Coach-Hut auf. Ja? Hier handelt der Manager als Coach und er lehrt bewusst eine gewisse Handlungsweise. Das heißt, man übt eine spezifische neue Routine, eine physische Routine wird ausgeübt. Man macht das nochmal, nochmal, nochmal und der Manager coacht das. Das ist auch ein bewusstes Lehren. Hier ist das unterbewusste Lehren, das tagtäglich bei Ihnen passiert. Dieses ist ein bewusstes Lehren. Auf der linken Seite ist, wo Kata ins Spiel kommt. Wo Sie eine Übungsroutine haben können, die Sie dann verwenden. Das ist das eine Muster, das ist die Verbesserungskarte, da werden wir heute noch drüber sprechen. Und dann gibt es ein zweites Muster, also allgemein, wie dieser Lehrer vorgeht. Also es gibt eine Karte fürs Coaching, ja, und der Manager muss natürlich beides wissen. Der Manager muss wissen, wie läuft die Verbesserungskarte, also das ist die Routine, die meine Mitarbeiter üben sollen, und wie soll ich das coachen. Welches Muster soll ich verwenden, um das zu coachen? Manager muss beides wissen. Und was passiert ist, hier oben ist der Lerner, ja, also das ist die Person, die gecoacht wird, die Person arbeitet von einem Ist-Zustand zu einem Zielzustand hin und im Laufe des Weges arbeitet man an vielen verschiedenen Sachen. Vielleicht ist hier Sauberkeit und Ordnung wichtig,
Vielleicht hier arbeitet man an einer U-Zelle. Entschuldigung. Vielleicht hier ist das Thema was anderes. Ja? Also das Situative. Woran müssen wir arbeiten, um diesen Zielzustand zu erreichen? Der Coach dagegen hier unten stellt immer die gleichen Fragen. Die bleiben gleich. Das heißt, das ist im Grunde genommen das Muster, das wir beibringen wollen. Und was wir gemerkt haben, ist, wenn wir das Coaching unten nicht haben, wie es bei Toyota gemacht wird, sondern nur dieses Handeln da oben, und Sie fragen eine Person, was ist Lean für Sie? Ja, dann wird diese Person eine von diesen Sachen, ja, für mich ist Lean 5S, Sauberkeit und Ordnung. Das ist sehr wichtig. Und was ist Lean für Sie? Und diese Person wird hier irgendeine Erfahrung gemacht haben, sagen, ja, für mich ist Lean die U-Zelle oder für mich ist Lean Kanban. Ja, also man hat diese, wie sagt man, Bias. Tendenz oder Vorurteile aus der eigenen Erfahrung. Ja. Aber was Toyota sagt, ist, ja, natürlich wollen wir die Sachen abarbeiten, die wir abarbeiten müssen, um unser Zielzustand zu erreichen, aber dadurch, dass der Coach immer mit den gleichen Fragen kommt und immer wieder das gleiche Muster wiederholt, ist das ist eigentlich, was wir einprägen wollen. Dieses Muster der Verbesserungskarte. Und das Muster ist inhaltsneutral, das heißt, wenn Sie nächstes Jahr eine andere Herausforderung oder ein anderes Ziel haben, können Sie das Muster darauf verwenden. Und das ist wichtig für Toyota. Ganz kurz. Ich glaube, wenn man über Toyota-artiges Managen spricht, heißt es oft Fragen stellen. Ja? Und wir wussten halt nicht mehr als das. Und das hat dazu geführt, dass viele Manager Fragen stellen. Sie glauben, sie können überhaupt keine Antwort geben und stellen einfach Fragen. Das hat dazu geführt, dass viele Manager da stehen und Fragen stellen, so à la, ich habe eine Zahl in meinem Kopf, rate mal, welche Zahl das ist. Ja? Und der Mitarbeiter denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie die richtige Antwort geben hier. Und das ist nicht ganz, was bei Toyota passiert. Es ist, also nochmal, wie im Sport. Der Manager, ich gehe mal ein bisschen vor hier, es ist so drei Schritte. In der ersten Instanz ist der Manager in der Tat in einem Fragemodus. Der Manager, er coacht mich und er stellt mir eine Frage oder er gibt mir eine Aufgabe. Mike, schau dir das Problem mal an. Ja, oder irgendwas. Und dann macht er was ganz Besonderes, er sagt nichts mehr. Ja? Und wenn ich antworte, ich habe mir die Sache angeschaut, ich schlage Folgendes vor. Oder ich bin der Meinung oder ich denke oder das ist mein Vorschlag. Ja, ich gebe irgendwas von mir. Dadurch kann der Manager sehen, wie ich denke und handle. Und das ist im Grunde genommen, was der Toyota-Manager sehen will. Wie denkt der Mike gerade? Und dann macht er im zweiten Schritt, macht der Manager einen Abgleich zwischen, was der Lerner gesagt hat und das Muster, das er eigentlich haben will. Ja? Das ist durch dieses Rohr gekennzeichnet. Ist mein Lerner jetzt im Korridor des korrekten Handels der Verbesserungskarte? Handelt er wissenschaftlich und systematisch? Oder ist er außerhalb des Korridors? Also er macht diesen Abgleich. Und der dritte Schritt ist dann, wenn ich außerhalb des Korridors bin, muss er eine Korrektur machen. Und zwar relativ schnell. Ja? Denn wenn ich zu lange das Falsche übe, was passiert? Dann habe ich mir das angeeignet. Ja? Das ist irgendwie blöd. Ne? Haben Sie schon mal Sport gemacht und 100 Mal das Falsche geübt? Dann kommt der Coach und sagt, nee, Sie halten es richtig, mach es mal so. Ja? Jetzt muss ich das 100 Mal erstmal wieder wegkriegen. Ja? Also, es ist nicht einfach offene Fragen. Der Coach gibt auch manchmal Anweisungen. Vielleicht nicht Lösungen, aber Anweisungen. Ja? Also diese 1, 2, 3. Hier, kennen Sie den Film The Karate Kid? Viele bei uns lieben diesen Film, deswegen habe ich diese Fotos drin. Bisschen verschwommen, Entschuldigung. Was macht der da gerade? wax on, wax off. Ja? Wie haben Sie es auf Deutsch gesagt? Auftragen und polieren. Aber was macht der Coach in diesem Fall? Ja, genau. Er korrigiert ihn. Warum? Warum korrigiert ihn? Damit er das Richtige übt. Das, bitte? Ja? Ja, genau. Also wenn er jetzt in die falsche Richtung dreht, wenn er dann... Genau, das ist die Art und Weise, wie er korrigiert. Aber er korrigiert. Ja? Also damit er es richtig einübt. Also ist es eine Konditionierung. Ja? Da sollten wir uns im Klaren sein. Nur, was konditioniert wird, das Schöne ist, ich würde jetzt nicht hier stehen,
wenn es heißt, ja, wir konditionieren Gerd Aulingers Methode, ja, oder Ralf Winklers Methode wird hier konditioniert, sondern was hier konditioniert wird bei Toyota ist die wissenschaftliche Methode. Da bin ich wieder okay damit. Ja. Wenn wir wissenschaftlich, systematisch handeln wollen, das ist okay. Für unsere westlichen Augen hat das so ausgesehen. Wenn der Coach bei Toyota die Fragen stellt, oder jetzt gibt es ein Coaching und wir man steht da, das klingt auch manchmal ein bisschen hart so auf Japanisch, wir machen das nicht so hart auf Englisch. Das sah so aus. Das ist so Polizei, die sagt, ich kontrolliere jetzt, ob sie das gemacht haben, was sie gesagt, dass sie machen werden. Ja? Aber nach und nach haben wir gemerkt, darum geht es überhaupt nicht. Es ist ganz was anderes und für unsere Augen sieht es halt nicht so aus. Es ist viel mehr wie im Sport. Das heißt, hier ist der Manager, hier ist der Supervisor, also der Mitarbeiter vom Manager. Ja. Es wird gespielt, das Spiel ist ein Business-Spiel, das Spiel ist das Spiel Ihrer Organisation, Ihr Unternehmen. Und das Team will gewinnen und beide sind im Team, nur er spielt. Er kann eigentlich nur eines machen, ihm beibringen, wie er spielt. Ja. Und er korrigiert. Es ist nicht das, es ist zu zeigen, wie man das Verbesserungsspiel spielt. Es ist subtil. Wir haben viele Kollegen in den USA, die bei Toyota gearbeitet haben, in den USA, weil wir so viele Toyota-Werke haben, und die sagen, mir wurde erst bewusst, nachdem ich Toyota verlassen habe, was ich hatte. Und zwar das. Ja. Und zwar der Manager und der Mitarbeiter, wie heißt dieses Sackrennen, wo unsere Beine zusammengebunden sind? Sackhüpfen. Oder wir haben zwei Beine sind zusammengebunden. Wir müssen dann so gemeinsam. Das ist, was bei Toyota passiert. Ja? Also ohne beide funktioniert es nicht. Ja? Aber er spielt das Spiel nicht, er spielt das Spiel. Das heißt, die Verbesserungskata beizubringen, ist eine Aufgabe für mittlere Manager. Also hier rechts, wo wir sagen, was ist die Vision langfristig, was ist die Herausforderung für die Organisation, für das Unternehmen, das kommt von Senior Manager, das ist Leadership. Ja. Und was wir in den USA oft machen, ist, das Senior Management setzt Ziele oder Herausforderungen und sagt, und wir werden alle zwei Wochen gucken, dass sie an den Sachen arbeiten. Ja. Toyota legt eins dazu und sagt, ja, wir setzen auch Herausforderungen und Ziele, aber unsere mittlere Manager kümmern sich tagtäglich darum, dass sie, die mittlere Manager, ihre Mitarbeiter eine Denk- und Handlungsweise beibringen, mit dem sie effektiv diese Ziele und Herausforderungen erreichen können. Und Toyota sagt, es ist disrespectful, wenn wir nur Ziele setzen und den Mitarbeitern geben und sonst die Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht entwickeln, die Ziele systematisch, effektiv, wissenschaftlich zu erreichen, dass das eigentlich not respectful ist. Disrespectful of people. Wer ist im Lean-Bereich im Unternehmen? Holger, ich glaube, ja. Keine Panik. Es könnte nämlich ziemlich schlimm sein, wenn ich sage, das ist eine Aufgabe für mittlere Manager. Das heißt, ihre Jobs sind jetzt plötzlich weg. Ja. Wir haben vom Arbeitsamt die Bögen zum Ausfüllen, die liegen im Flur. Ja. Just kidding. Keine Panik, der Manager braucht einen Coach. Ja. Unsere Manager können das heute noch nicht. Sie brauchen dringend einen Coach. Das ist eine prima Aufgabe für die Lean-Abteilung. Okay, eine Conclusion, Carsten? Scheine Schlussfolgerung, danke. Wir werden, ich glaube, nicht erfolgreich sein, wenn wir nur Toyotas Lösungen kopieren. Ja? Und übrigens, ich weiß nicht, diese Bilder aus den 50er und 60er Jahren, der Doofe ist immer dick, ja? Und der Kluge sieht aus wie John F. Kennedy. Ja? Komisch. Aber unser Vorschlag wäre, nicht nur Toyotas Lösungen kopieren, wir sollten auch kopieren, wie sie Lösungen entwickeln. Und eigentlich, ich muss sagen, wir kümmern uns nicht mehr so sehr um Toyota. Dieses Thema, was wir heute besprechen, hat eigentlich mit Toyota immer weniger zu tun. Die wissenschaftliche Methode ist nicht Toyota-spezifisch. Systematisch zu arbeiten ist nicht Toyota-spezifisch. Zu coachen im täglichen Arbeiten, das ist kein Toyota-Thema. Also man kann endlich auch ein bisschen Toyota zur Seite sein. Wir wollen eigentlich ähnlich handeln, aber wir machen es auf unsere Art und Weise. Ein anderer Schlussfolgerung, danke.
Das ist ziemlich herb für uns, glaube ich. Diese Striche bedeuten jeweils einen Arbeitstag, hier diese Felder zwischen den Strichen. Und was die Hirnforschung uns so zeigt mittlerweile ist, wenn wir ab und zu verbessern, einen Workshop machen oder das Verbesserungsschwungrad in Bewegung bringen, aber die restlichen Tage ist es Business as usual. Jetzt kommt die Hirnforschung und sagt, machen Sie sich nichts vor, was Sie lehren, ist Business as usual. Das ist die Routine, die täglich wiederholt wird. Das ist die Ausnahme und die neurologischen Bahnen sind nicht diese, die Sie entwickeln, sondern diese. Das heißt, wenn wir wirklich Lean oder kontinuierliche Verbesserung haben wollen, dann müssen wir das von dem Stab, also es sollte nicht im Stab sein, sondern es muss in der Linie sein und es muss eigentlich täglich von den Managern gecoacht werden. Also nochmal, keine Angst, der Lean-Stab hat eine Aufgabe, die Manager zu coachen. Aber wenn wir das nicht täglich in die Linie kriegen, werden wir es auch nicht in kontinuierliche Verbesserung umwandeln können. Auch keine Panik, es muss nur ein kleiner Teil des Tages sein. Gerd, wie lange dauern deine Coaching-Zyklen? Ich meine, es ist variabel, aber wie lange dauert ein Coaching-Zyklus? 5 oder 10 Minuten, ja. Und dann, also man kriegt das gut unter dem Tag. Also, die Botschaft, ja, wir können die Herausforderungen meistern, die vor uns stehen, ja, wenn wir eine Art und Weise, das zu tun, üben. Es ist nicht die normale Art und Weise für uns Menschen. Das ist eigentlich die Fähigkeit, die wir lehren möchten. Das ist Thema heute. Fragen wie, wie werden Sie Ihr Kanban-System zum Laufen bringen? Wie erreichen Sie den One-Piece-Flow? Wie kriegen Sie die Durchlaufzeit in Ihrem Wertstrom kürzer? Oder egal, was Ihr Ziel oder Ihr Objective ist, ja, wie werden Sie es erreichen? Der Weg dahin ist iterativ und ist es mit Experimentieren und Lernen verbunden, denn wir wissen nicht genau, was zwischen hier und dort liegt. Ja, das ist die Fähigkeit, die wir eigentlich entwickeln wollen. Die Verbesserungskarte gibt uns einen, ich habe das Wort gesucht, Carsten, Schmusedecke. Und zwar, wenn wir in dieser gelben, wenn wir in dieser Zone sind hier, diese Zone der Ungewissheit, ja, wenn wir einen Plan machen und alle halten an dem Plan fest und Sie machen Ihre, also auf Ihrem Plan sind einige Action-Items für Sie und für Sie und für Sie und jeder arbeitet die ab, natürlich, da haben wir das Problem, dass wir dann nicht sehen, was wir lernen. Ja, wir ackern da einfach durch. Wir fahren in die 10 cm tiefe Pfütze, sie ist aber in der Tat 1 Meter tief. Ja? Weil wir dachten, sie ist 10 cm tief, als wir hier den Plan machten. Ja? So. Aber wir Menschen halten an dem Plan fest, dadurch kriegen wir eine Gewissheit, die wir unbedingt haben wollen, weil wir automatisch so haben. Wenn wir jetzt sagen, tut mir leid, ja, den Plan, den wir gemacht haben, wir haben uns auch bemüht, einen guten Plan zu machen, aber der Plan ist nur eine Hypothese. Sorry. Das heißt, wir nehmen diese Gewissheit weg. Ja? Wir müssen den Mitarbeitern, den Leuten was anderes geben. Woran sollen sie sich festhalten? Die Verbesserungskarte ist so ein Ding, es ist eine Schmusedecke für die Ungewissheitszone. Kann man das sagen? Ja, ich finde es fein. Okay. Wir finden. Ich mag Schmusedecke. No, ich kriege ein wärmeres Gefühl, wenn ich schmuse. Also ein Sicherheitsnetz. Das heißt, wir können durch diese gelbe Zone durch diese Grauzone hier, indem wir dann sagen, ich weiß nicht, was kommt, ja, aber ich habe das schon mehrere Male gemacht, durch diese Grauzone gearbeitet. Ich weiß, dass ich als Mensch, als Mitarbeiter effektiv dadurch arbeiten kann. Ich habe dadurch mein Selbstbewusstsein, nicht durch den Plan, der wirklich nur eine Hypothese ist. Und so, wenn Sie diese Fähigkeit entwickeln können im Unternehmen, dann können Sie größere Herausforderungen angehen, dann können Sie schneller lernen und dann können Sie auch schneller voran sich bewegen in Richtung Ziele. Das heißt, Sie können sich einen Vorteil erwirtschaften. Ich versuche das mal zu übersetzen, Gerd. In times of change, the learners will inherit the earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists. Das heißt, wenn die Zeiten sich ändern, wie sie wohl heutzutage tun, ja, die Leute, die gelernt sind, ja, finden sich vorbereitet für eine Welt, die nicht mehr existiert. Und die Organisationen, sagen wir mal, die eine Fähigkeit haben zu lernen, iterativ zu arbeiten, wohl bemerkt, auf knack,
knackige Ziele mit Termine, ja, das ist jetzt nicht Experimentieren ohne Ende, sondern wie kommen wir dahin? Die Organisationen, die werden in dieser Zeit gedeihen. Okay. Hier gibt es zwei Websites, wenn Sie es noch nicht kennen, ich kann Ihnen nur empfehlen, die Website von Gerd, verbesserungskater.de und unsere Website in den USA, Trader-Carter-Website. Ich empfehle die nur, weil da ist nichts zu verkaufen, nur das Buch, das ich geschrieben habe, ist jetzt 3 Jahre alt, aber wir lernen ständig dazu, das, was wir lernen, stecken wir hier ins Internet. Zum Beispiel das Handbuch, das Professor May Ihnen heute gegeben hat. Vielen Dank für die Übersetzung, das ist klasse. Das können Sie, wie gesagt, auf der CETPM-Webseite herunterladen. Das ist ein Beispiel davon, Sachen, die wir lernen, die wir dann ins Internet zur Verfügung stellen, eben für diesen Lerneffekt. Ja. Okay. Somit ein bisschen Rahmen zur Denkweise. Und jetzt können wir den Gang. Vielen, vielen Dank, Mike. Dankeschön.